Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Live in the Woods. Ja, ihr könnt sehen, ich habe hier das Dunkelstahl durchgebraten. Wir haben hier noch ein Obsidian und ein bisschen Kohlepulver über. Ich muss sagen, ja, komm, schmelzen wir ihn einfach ein. So, ich mal ein bisschen Sulfur. Ja, hat ein bisschen lange gedauert. Ich glaube irgendwie 30, wenn nicht sogar 40 Minuten. Aber jetzt können wir hier endlich unsere Rüstung bauen. So. Und da haben wir sogar noch 6 über. Habe ich mich schon heftig verrechnet. Okay. Mit Gleiter. Gleiterflügelpaar plus 10 Level. Okay. Und wie können wir die jetzt aufladen? Kann man die hier einfach so reinpacken jetzt oder was? Hier ist ja für mich. Auf dem Redstone-Modus, nein, nein. Wie mache ich die jetzt mit Strom voll? Gute Frage, ne? Okay, der hat kein Redstone mehr. Geht das vielleicht auch Sulfur? Nee. Okay, okay, okay. Wie mache ich den jetzt mit Strom voll? Das ist jetzt gerade echt eine gute Frage. Also ich muss ihn jetzt, also wir können jetzt erstmal, falls ihr euch fragt, warum die auch friedlich war, als die oben war in der letzten Folge, habe ich das auf friedlich gestellt, weil ich da keinen Bock drauf hatte, dass die ganze Zeit angegriffen werden würde. Und das ja auch vor allem nicht vor Hunger. Das wäre auch ein großer Aspekt dafür. So. Packen wir da mal Dunkelstahl jetzt hin. Wir hätten hier auf jeden Fall noch genug für... Warte mal, was ist das für ein Amboss? Dunkelstahl-Amboss. Hält eventuell länger als Vanille-Amboss. Eventuell oder deutlich länger, okay. Hier. Das könnten wir noch machen. Müssen wir aber eigentlich erstmal nicht. Dann haben wir noch ein bisschen Kohlepulver. So. Aber jetzt ist halt echt die Frage. Nachtsicht. Trank der Nachtsicht plus 10 Level. Versteckt dynamische Kristall, Schalldetektor, Notenblock oder Nachtsicht. Trank der Nachtsicht. Trank der Nachtsicht. Trank der Nachtsicht. Braun. Mit Trank der Nachtsicht wird zu Trank der Nachtsicht. Hä? Okay. Aber für diesen Braustand brauchen wir, glaube ich, Lohen-Zeug, ne? Braustand, da war ja eine Lohen-Route. Könnten wir aber auch aus Rosinen, Wachs. Ja. Aus dem Zeug könnten wir es auch machen, aber brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay, so, jetzt könnten wir uns noch einen Rucksack bauen. Rucksack. Da brauchen wir, glaube ich, ja, sehr viel Leder für. Okay, das haben wir jetzt erstmal nicht, das Leder. Wir könnten uns noch Flügel. Gleiterflügelpaar. Dunkelstahl und Leder. Das könnten wir uns so machen. Da bräuchten wir ein bisschen Leder für. Weil Flügel wären echt schon geil. Da ist dann natürlich nur die Frage, wo wir da am besten hingehen, damit wir... Upsala. Vielleicht sollten wir uns erstmal Essen holen, ne? Vielleicht sollten wir uns erstmal Essen holen, bevor wir losgehen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ordentlich was nachholen mit dem Essen. Komm, komm. Ja, super. Einmal hier hoch Essen holen. So, Gleiter wären geil und nachts wäre auch geil. Aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. So, liegen hier vielleicht irgendwo Pinienkerne drauf? Hm. Ich hab jetzt keine gesehen.
So. Okay, hier schon ein bisschen was gewachsen. Super. Gurken und Kohl nehmen wir auch nochmal mit. Okay, wir müssen auf jeden Fall Kühe finden. Das kann sich sonst echt hinziehen. Warte mal, ich würde jetzt gerne, dass überall Schlucht. Lass es hier mal hochgehen und da eine Brücke rüber bauen. Ich wollte sowieso nochmal so eine Deco-Craft-Brücke irgendwo rüber bauen, weil ich finde die schon schön, so Hängebrücken sind das. Und dann könnte man da auch praktischerweise einen Gang vom Haus, eventuell auch einen Fahrstuhl, mal schauen, ob sowas gibt. Könnte man dann hochbauen und von da aus dann zu den anderen ganzen rübergehen, so. Und ihr wisst, was ich meine. Also ein bisschen Schaden ist ja nicht schlimm. So. Was wundert mich, dass wir jetzt hier momentan keine Kühe haben? Okay. Zack. Oh, guck mal, hier haben wir sogar einen Bärengarten. Nicht nur einen. Das ist ja schön. Wow. Man kann es auch übertreiben, ne? Okay. So, da ist ein Meteor. Da ist dieser Dschungel, da ist sogar ein Schaf. Da ist sogar ein Schaf. Da ist jetzt die Frage, wo wir wohl mehr Chancen haben. Also in die Richtung waren wir jetzt, glaube ich, schon oft genug. Hier müssten wir uns jetzt natürlich einen Weg wieder rüber bauen. Und wir haben gerade nichts dabei, um uns rüber zu bauen. Eieiei. Ich schaue auch nicht rumzukommen. Dann gucken wir mal, was hier in die Richtung ist. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Schaf. Ich brauche noch nur so 12, 13 Kühe. Dann wäre ich doch zufrieden. Also hier. Schweine können wir mal kurz töten. Das lassen wir mal leben. Nur so ein, zwei Schafe. Das wäre doch eigentlich kein Problem, oder? Da ist noch ein Schwein. Schafe sag ich schon. Kühe. Wilde Karotten. Ja. Da sind noch mehr wilde Karotten. Wenn die wilde Karotten sind, müssen die doch auch kühl sein. Das ist ein Baumwollgarten. Okay, das ist schon mal ganz geil. Es kann auch nicht sein, dass Kühe hier so eine Rarität sind. Da sieht mir das nach relativ normalen Boden aus. Das sind zum Beispiel Eichen und sowas. Bei Eichen, wo Eichen sind, müssen auch Kühe sein. Also wo Eichen natürlich wachsen, meine ich. Jetzt hier rum. So, wenn wir jetzt hier nirgendwo eine Kuh finden, dann weiß ich auch nicht. Da ist schon mal ein Schaf. Noch ein Schaf. Ein Schwein. Ein Chili- oder Paprikabaum, glaube ich, ist das. Können doch nicht ernst meinen, dass hier nirgends ein Schaf, ein Kuh ist. Guckt euch mal, wie viele Schweine hier sind. Ich muss doch irgendwo eine verdammte Kuh sein. Wofür brauchen wir das Leder? Ah ja, für einen Gleiter, stimmt. Noch mehr Schweine. Ja. Blattgarten.
Vielleicht ist ein Spawn-Fehler, dass hier Schweine statt Kühe spawnen. Bodengarten. Was ist das hier? Das ist ja auch ein Fehler, oder? Oder was soll das Schwarze sein? Ach, guck doch mal, hier ist eine Schiene. Schiene. Glücksmillionenblock. Kupferkies. Nice. Jetzt geht die Sonne auch noch unter, super. Hey komm, jetzt hier so eine doofe Kuh kann doch hier jetzt mal ruhig vorkommen. Ich bin jetzt 12 Milliarden Kilometer von zu Hause weg. Da unten ist noch ein Kiesvorkommen. Und Schweine. Die ist nicht One-Hit gestorben. Also und die hier irgendwie mehr leben? So. Eine Kuh. Ein Dorf. Oh mein Gott. Vielleicht haben die ja Leder und Kühe. Und vielleicht auch ein Bett, dass wir die Nacht überspringen können. Oder einfach nur ein Haus. Ich glaube, ich nur ein Haus. Gut. Ey, komm hier. Das kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo eine verdammte Kuh ist. Das glaube ich nicht. Das ist schon unrealistisch. Ein paar Federn. Danke. Nice Tür. Respekt an die Erbauer hier. Moin. Der will ein beschriebenes Buch in Smaragd. Ja, Smaragd haben wir genug. Braucht den Teil Bücherregal nehmen wir mit. Danke. Ups, nicht die Hauswand. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Moin. Upsala. Hey, komm jetzt rein hier. Was willst du? Eichenbarrikade für goldenen Busch. Oh, das ist gut. Knochenhandschützer. Obsidianpfanne. Papierachs, Kopf, Bronze, Querstange. Eisenbreite, Bronze, Slime, Kaktus, Querstange, Handgeschützer, Boden, Schild. So, was fehlt uns denn hier noch? Den haben wir. Die haben wir noch nicht, das weiß ich. Das haben wir, das haben wir, das haben wir alles. Und hier ist die Schmiede. Bekanntlich ist in der Schmiede ja das meiste. So, ihr seid hier aber ganz schön alleine, glaube ich. So, der will meist Smaragde für ein Certus Quarz. Hier ist nichts mehr drin. Und hier haben... Oh! Drei Diamanten. Elektrischen Stahl. Und zwei Brot. Brot können wir mal essen. So. Ansonsten war das jetzt schon alles, glaube ich. Wobei die hier noch ein Feld haben. Mit Algenpflanzen.
ja. Ingwer, Lauch, Brokkoli. Ja, die können wir nochmal mitnehmen hier. Das ist ganz gut. Das Gussbecken haben wir extra nicht gemacht irgendwie. Oh, hier leckt das aber. Essen wir nochmal kurz die Melonen. Oh, wir sind mal satt. Das ist ja außergewöhnlich. Okay, dann müssen wir noch was anderes wegwerfen. Und zwar die... Können wir platzieren hier. Oh, macht das ein bisschen Sorgen, dass es hier so leckt, ne? Guck mal, Dieter ist hier. Vielleicht können wir das sogar mit dem Hammer ganz gut abbauen. Das ist auch ein schöner Boden. Eine schöne Farbe. Aber eine Kuh haben wir jetzt leider nicht gefunden. So, das können wir mal da lassen. Tja, eine Kuh wäre nicht schlecht. Ich will jetzt aber eigentlich auch nicht weiter noch weiter weggehen. Ich würde sagen, wir gehen uns langsam mal wieder auf dem Nachhauseweg. Oh, das leckt mir hier zu doll. Warte mal kurz. Liegt das daran? Ich habe bis jetzt noch keine Monster gesehen und jetzt läuft es auch besser. Dann lag es wohl echt daran. So, wir müssen... definitiv in ja so halbwegs in die Richtung. Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge zurück nach Hause und das war's erstmal mit dieser hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt, wir spielen hier zusammen Minecraft Life in the Woods. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.